Ich habe in Münster ja meinen Bachelor in Pflege gemacht und habe gemerkt, dass mir da in der Arbeit als Bachelor in der klinischen Pflege noch Kompetenzen gefehlt haben. Bei der Recherche nach Masterstudiengängen im Bereich Pflege bin ich dann auf die HAW Hamburg gestoßen. Und besonders gut hat mir da eben gefallen, dass die Vorlesungstage an zwei festen Wochentagen sind, sodass ich neben dem Studium auch noch als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der direkten Patientenversorgung tätig sein kann. Seit 25 Jahren bin ich auf der Intensivstation tätig und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das irgendwie noch nicht alles sein kann und dass ich das Bedürfnis hatte, auch noch mehr zu lernen und auch noch mehr zu lernen, Patienten sicher und vielleicht auch evidenzbasiert zu versorgen. Dann habe ich mich für diesen Masterstudiengang beworben. Ich bin stolz auf unsere Studierenden, die diesen Weg mit uns mitgehen, die leidenschaftlich ihre Projekte verfolgen. Ich bin stolz darauf, wie die Studierenden Fragestellungen aus der Praxis in den Studiengang bringen, ob das Fragen sind zur Beratung von Patienten mit onkologischen Erkrankungen und ihren Angehörigen, ob das Fragestellungen zur Mobilisierung auch von beatmeten Patienten sind. Es gibt viele Ärzte, die auch motiviert sind, als Tutoren zu arbeiten, um die Kompetenzen aus ihrem Arbeitsfeld in den pflegerischen Bereich auch zu übertragen, weil wir dann auf Augenhöhe noch besser miteinander zusammenarbeiten können. Jeder Kollege und jede Kollegin ist sehr aktiv in der Forschung und das spiegelt sich auch in unserem Studiengang wider. Einerseits qualifizieren wir unsere Studierenden in den Masterstudiengang, Forschungsprojekte initiieren und durchführen zu können. Und andererseits begleiten die Studierenden auch unsere Forschungsprojekte. Wir bilden unsere Masterstudierende aus, dass sie genau das können, dass sie fähig sind, körperliche Untersuchungen durchzuführen, um daraus eben Erkenntnisse zu bekommen für die weitere Versorgung von Patientinnen und Patienten. Dafür, dass wir erst 2013 mit dem Studiengang Advanced Nursing Practice gestartet sind, konnten wir die Anzahl der Studierenden im Laufe der Jahre pro Studiengang verdoppeln. Das zeigt uns, dass der Bedarf da ist. Pflegende mit der Kompetenz Clinical Leadership werden in die Lage versetzt, eine Profession einzunehmen, die im multiprofessionellen Team Kompetenzen auch miteinander verbindet. Somit kann die Pflegequalität und die Patientensicherheit positiv beeinflusst werden. Und ich bin mir sicher, dass unsere Absolventinnen und Absolventen Geschichte schreiben werden.